Hallo, grüß euch. Ich mache heute bekannte Muffins. Total gut, entweder zum Frühstück oder am Abend zu einem Glas Wein. Ich finde die einfach gut. Und zwar nicht im Backofen, sondern in meiner heißgeliebten Heißluftfritteuse. Und zwar habe ich da drinnen eine kleinere Tomate, also nicht ein Ochsenhaut, sondern eine kleinere, einen halben Paprika in Rot, einen halben Paprika in Gelb, eine ganz kleine Zucchini, also ein Stückchen Frühlingszwiebel und ein Petersil. Die Paprika tue ich immer schälen, weil man die im Magen einfach leichter vertragen kann. Jetzt tun wir da drunter eine Milch, ein Ei, nachher tun wir das salzen, schon bitte gut würzen, gell? Weil sonst schmeckt das ja alles nicht. Wer jetzt mag, kann auch ein bisschen einen Schinken oder einen Speck drunter tun. Es ist vollkommen okay. Ich habe da so 4 Auflaufformeln hergerichtet und die habe ich mit meinem Backtrennfett ausbuttert, ausgestrichen. Wer das nicht hat, bitte einfach mit Butter und Brösel. Geht genauso. Oder Mehl, geht auch. Dann tun wir noch dazu, ich habe jetzt da gerade noch ein Parmesan. Gibt natürlich auch einen guten Geschmack, gell? Dann tun wir dazu ein Mehl und da tun wir ein bisschen Backpulver, dass es auch in die Höhe geht. Also 1,5 so Löffeln. Und eine flüssige Butter habe ich da, die habe ich schon flüssig gemacht, das ist 1 Esslöffel Butter. Und das tun wir jetzt da dazu. Und die Butter. Dann nehmen wir, dass wirklich alles rausgeht. Ich tue die Fritteuse vorheizen auf 200 Grad Heißluft. Und dann, wenn wir es reintun, macht man sie noch 25 Minuten circa. Schaut ja schon extrem lecker aus, gell? So schaut das aus. Ich tue jetzt noch ein bisschen Chili rein. Wer das nicht mag, wenn das zu scharf ist, einfach weglassen. Es könnt auch statt Petersil andere Gewürze reintun. Es müsst ihr euch da nicht genau dran halten als Rezept. Die Menge von mir aus ist okay, so soll es ausschauen. So ein bisschen ein dickerer Brei. Aber sonst habt ihr da eigentlich freie Hand. Und jetzt füllen wir mit der Zunge so, weil sie gehen ja wahrscheinlich noch ein bisschen auf. Geben wir noch ein bisschen rein. So genau berechnen kann ich das jetzt nicht, dass das genau 4 sein, das muss ich jetzt echt sagen, weil ich schneide halt immer das auf und da tue ich halt nochmal eins rein. Jetzt nicht die Tragik. Aber es geht sich eh fast aus. Eins bleibt übrig. Das darf ich sagen, ist aber bei der Heißluftfritteuse nicht die Tragik, weil das tun wir einfach nachher noch rein. Oder es tut von mir aus nur ein Viertel Paprika oder eine halbe Zucchini, dann habt ihr auch die Menge ungefähr. Jetzt haben wir die 24 Minuten vorgeheizt. Jetzt stellen wir das da rein. Das ist ein Traum. So schaut das aus. Und das lassen wir jetzt 25 Minuten da drinnen. Wieder schauen. Dabei raume ich die Küche auf. Und dann werden wir schauen, was rauskommt. Ich zeige euch das natürlich, gell? Viel Zeit dabei. So.
So, meine Lieben, ihr habt jetzt gerade geschaut, 20 Minuten in der Heißluftfritteuse reicht. Im Backrahm braucht es 25 Minuten. Seid die nicht der Hammer? Ah, Wahnsinn, sowas von schön. Ich habe so eine Gaude. Macht es noch? Jetzt hole ich eins aus. Richtig, richtig schön. Und riechen denn die sowas von gut und aufgegangen sind sie auch super. Also macht es noch, wenn ihr Lust habt, kauft euch so eine Heißluftfritteuse. Das macht so viel Spaß. Und wir sind nur zu zweit und wenn ich nicht mehr brauche, dann ist das einfach eine tolle Geschichte. Immer ein bisschen weniger fürs Backrahm, kürzer, ob bei den Kastanien oder beim Händel. Es ist überall kürzer. Es ist einfach ein kleinerer Raum und das ist einfach intensiver. Also, ich freue mich jetzt auf die zu einem Glasl und wir lassen es uns jetzt schmecken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Viel Dank!